Und hallo, herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Tippreihe Guild Wars 2 PvP Tipps von Timo für die Random Order Queue. So, heute geht es mal um den Satz Don't Fight Off Point. Den hat sicherlich schon mal jemand gelesen im Chat. Manchmal hat man den sogar als Whisper an den Kopf geknallt gekriegt. Mit diesem Satz beschweren sich oft viele Spieler relativ grob über die Situation, dass andere Spieler des eigenen Teams vergessen haben, um welche Hauptziele es hier eigentlich geht. Mit Point meint man natürlich einen der drei Hauptziele, die oft als Close, Far und Mid bezeichnet werden. Und die Einnahme dieser Punkte. Ne? Wenn man Off-Point kämpft, heißt das offensichtlich, also oftmals, dass man hier zum Beispiel zwischen zwei Punkten sich in einen Kampf verwickeln lässt, der niemanden was bringt und einfach nur einen selbst daran hindert oder das eigene Team daran hindert, einen Punkt einzunehmen. Denn das kann man ja bekanntlicherweise nur, indem man draufsteht. Ne? Also, ein Point von Don't Fight Off Point ist damit gemeint, hier eins der Hauptziele. Und diese Hauptziele können wir einnehmen. Das ist ja sehr lustig, dass jetzt hier jetzt jemand unbedingt mit mir kämpfen will. Ein Hauptziel kann man nur einnehmen, wenn man draufsteht. Wenn der Gegner draufsteht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob dieserjenige hier. Haltet eure Stellungen! Da haben wir auch noch einen Krieger und das falsche Waffenset. Na, das wird ja richtig lustig. Das wird jetzt eine kleine Highlight-Folge wahrscheinlich, weil ich jetzt mit einem Krieger mit relativ. Unschönerweise mit relativ bescheuerter Waffe jetzt gegen den Krieger kämpfe. Dann machen wir das einfach mal. Wenn er jetzt hier so in so ein. Der Feind hat die Windmühle angenommen. Oh, links rein springt. Dann soll er auch seinen Fight bekommen. Seine Lehrstunde. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Turm erobert. So. Dann machen wir das mal eben. Ja, der hatte jetzt dann doch keine Lust mehr. Entweder hat er mich rausgeschmissen. Kann jetzt natürlich sein, das war ein Match, also eine Karte betreten haben, wo es gewisse Regeln gab. Da können wir jetzt nichts für. Gut, ich werde versuchen, eine Version zu schneiden mit und ohne diesen kleinen Krieger. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch die Zeit einhalten. Wie gesagt, es geht darum, den Punkt einzunehmen. Und jetzt suche ich mir mal eine neue Karte raus hier. Irgendwas ganz unten. So, offenes. Den Punkt einnehmen, indem man in dem Punkt drin steht. Man nimmt den nur ein, wenn man drin steht. Und hauptsächlich soll er die Spieler darauf hinweisen, dass es Hauptziele gibt. So, und jetzt geht es mal um genau diese In-Point-Kämpfe, die ich näher erläutern möchte. Und wir kommen jetzt so langsam zu den Tipps, wo es ans Eingemachte geht, die man üben muss. Also für die In-Point-Kämpfe ist natürlich auf jeden Fall notwendig, dass man die eigene Klasse kennt. Ich bin ja sowieso ein Verfechter dafür, dass ihr neue Klassen und neue Builds nicht im gerankten PvP ausprobiert. Und das solltet ihr auch nicht tun. Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn ihr so einen Kampf um einen Punkt eingeht, dass ihr eure Klasse kennt. Das heißt, ihr wisst, ob ihr sehr viel aushaltet oder sehr wenig. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr haltet sehr viel aus. Mein Kondi-Krieger zum Beispiel hält sehr viel aus. Dann würde ich immer versuchen, genau in dem Punkt drin zu stehen bleiben, möglichst zentral. Fähigkeiten zu verwenden, die den Gegner eventuell aus dem Kreis heraus katapultieren.
auf keinen Fall Fähigkeiten verwenden, die den Gegner in den Kreis reinziehen. Immer schön mittig bleiben und versuchen, dass der Gegner durch das Aussteuern, was er versucht ja euren Attacken auszuweichen, eventuell, ich simuliere das mal eben, in der Mitte steht jetzt, stehe ich jetzt als Kondikrieger und jetzt bin ich hier und ich laufe immer mal wieder raus und dodge mal hier durch. Jedes Mal, wenn ich diesen Punkt verlasse, besteht die Möglichkeit, dass er einen Tick in eure Richtung macht. Ne, deswegen als Tankspieler, als Spieler, der relativ viel aushält, stellt euch in den Punkt rein und versucht, dass der Gegner euch aussteuert und den Punkt verlässt. So, wenn ihr natürlich anders gestrickt seid, wenn jetzt der dicke Tank in der Mitte steht, ne, und ihr kämpft jetzt hier von außen rein, dann seid ihr diejenigen, die ausgesteuert werden. Das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt den Gegner versuchen auszusteuern. Ihr werdet sicherlich nach 5 bis 10 Sekunden merken, ob er sich aussteuern lässt. Also ob ihr dadurch einen Vorteil habt und ihn wirklich irgendwann von dem Punkt runterkriegt. Das sollte aber nach 5 bis 10 Sekunden, sollte euch das klar sein, ob das Sinn macht, hier weiterzukämpfen gegen diesen Spieler. Und wenn ihr das hinkriegt, weil er nicht zentral stehen bleibt, dann könnt ihr das weiter versuchen. Ansonsten würde ich sagen, gesteht ein, dass ihr den Punkt nicht kriegen werdet. Ihr könnt ihn vielleicht länger neutral halten, aber früher oder später wird derjenige euch weghauen. Beziehungsweise kriegt er noch Hilfe. So, das heißt, darüber nachdenken, da bin ich sowieso immer ein Freund davon, nach ca. 20 bis 30 Sekunden sage ich immer, wenn ihr in einer Situation drin steckt, nach 20 bis 30 Sekunden solltet ihr darüber nachdenken, ob die Situation so Sinn macht. Also wenn ihr so ca. 30 Sekunden diesen Punkt um diesen Punkt gekämpft habt, immer wieder rein und raus seid, weil ihr wollt, dass der Gegner diesen Punkt nicht bekommt, geht ihr rein und wenn ihr zu viel HP verloren habt oder was ausweichen müsst, müsst ihr mal rausgehen, euch irgendwo hinter verstecken. Hier zum Beispiel kann man relativ gut den Nahkampf ausweichen. Wenn das keinen Sinn macht, dann geht weg und wenn es Sinn macht, dann macht weiter. Müsst ihr selber wissen. So viel zu dem Kampf. Was jetzt noch hinzukommt, ist, dass viele nicht wissen, dass es Fähigkeiten gibt, die den der Draufstehenden daran hindern, einen Beitrag zu diesem Punkt für sein eigenes Team zu machen. Also wenn ich jetzt hier draufstehe, egal wie viele Leute hier draufstehen, wenn ich jetzt hier draufstehe und es steht kein anderer drauf, nehme ich erstmal den Punkt ein, Stück für Stück. Wenn ich jetzt aber mich unsichtbar mache, hier mit dem Stealth, hört das sofort auf. Jetzt zählt meine Anwesenheit nicht mehr als Beitrag für diesen Punkt. Diese Fähigkeiten sind relativ offensichtlich. Das hat sicherlich jeder schon mal gemerkt. Wenn ich unsichtbar bin, nehme ich den Punkt nicht ein. Von diesen Klassen gibt es relativ viele. Und wenn ich gegen so eine Klasse kämpfe und sie immer wieder dazu zwinge, in diesen Stealth zu gehen, damit der Schaden von mir verhindert, dann ist es umso wichtiger, dass ihr in dem Punkt drin stehen bleibt und kämpft. Also diese Situation solltet ihr auch erkennen, dass der Gegner immer wieder Fähigkeiten wirft, die seine eigene Anwesenheit für das Gewinnen oder Verlieren dieses Punktes mal kurzzeitig deaktiviert. Na, dann, wenn ihr mal wieder Stealth benutzt, ein Dieb zum Beispiel, und ihr haltet das aus, dann bleibt in dem Punkt stehen und wartet einfach, bis ihr den Punkt habt. Wenn der Punkt dann euch gehört, habt ihr deutlich mehr Freiheiten. Dann könnt ihr auch mal rausgehen und den Dieb einmal durchlaufen lassen. Aber wenn der immer wieder diese Fähigkeiten wirft, dann versucht drinnen zu bleiben. Was noch hinzukommt, ist, dass es Fähigkeiten gibt, die genauso wie der Stealth den Spieler daran hindern, einen Beitrag zu dem Gewinn oder Verlust des Punktes beizutragen. Nämlich zum Beispiel der Stab 5 beim Elementarmagier müsste so eine Fähigkeit sein. Da macht sich eine Zeit lang unangreifbar, ist aber für diese genau die gleiche Zeit, zählt seine Anwesenheit auf dem Punkt nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es beim Inji ist. Ich bin kurz der Meinung, dass dieses Elixier S auch genauso funktioniert, aber sicher bin ich mir dabei nicht. Und wie viele andere Fähigkeiten es noch gibt. Also ich kenne nicht jede Klasse aus dem FF mit jeder Waffe. Fakt ist nur, solche Fähigkeiten gibt es und die Unsichtbarkeit ist die offensichtlichste. Also nutzt das für euch aus. Dann gibt es einen weiteren Aspekt.
Es gibt Fähigkeiten, die den Gegner wegstoßen. Das heißt, wenn ihr im Punkt drinne steht, könnt ihr den Gegner wegstoßen. Ihr könnt den Gegner schon am Rand davon abhalten, indem ihr ihn hier stunt, damit er nicht reinlaufen kann. Als Dieb kann man zum Beispiel das Basilistengift mit dem Bogen 1 kombinieren. Dann steht er jetzt hier ein paar Sekunden hier und kann nicht reinlaufen. Das sind alles wichtige Sekunden, die manchmal dazu führen, dass ihr den Punkt doch noch einnehmt. Wenn jemand von eurem Team drinne steht und ihr seid ein Wächter und ein Dragonhunter, ihr könnt dann mit der F1-Fähigkeit andere Leute aus dem Punkt herausziehen. Auch das ist eine Möglichkeit, die Einnahme des Punktes zu beschleunigen. Über diese Aspekte, Leute aus dem Punkt herauszubekommen, eigene Leute im Punkt zu behalten, über diese Aspekte solltet ihr in eurem Kampf, bezogen auf die Rolle und das Bild, was ihr spielt, wirklich mal nachdenken und wirklich Techniken, Kampftechniken herausfinden, die nicht dazu, hauptsächlich dazu dienen, einen Gegner umzunieten und in den Todesstoß zu verpassen, sondern die den Fokus darauf haben, dass ihr den Punkt einnehmt, beziehungsweise das Einnehmen eines Punktes verhindert. Denn das ist das Hauptziel. Don't fight off point ist relativ schnell gesagt, da können uns auch alle ziemlich sinnlos auf einem Punkt rumkämpfen, also prügeln. Wir können allerdings auf dem Kampf, auf dem Punkt selber auch einen qualitativ hochwertigen Kampf an den Tag legen und versuchen, den Punkt trotz dem Kampf auf dem Punkt, den Punkt für uns zu entscheiden. Also die Taktiken hier zu verfeinern, eure Kampftaktiken, das ist dann quasi das nächste Level, was ihr angehen könnt hier an der Stelle, wenn ihr auf dem Punkt diszipliniert drauf kämpft. So, kurzer Aspekt noch zur Sinnlosigkeit bei In-Point-Kämpfen. Es gibt auch Situationen, da ist es wirklich sinnlos, auf einem Punkt zu kämpfen, dahin zu rennen und zu kämpfen. Ist natürlich klar, wenn eine Übermacht auf dem Punkt steht, dann lauft ihr da nicht hin. Auch wenn der Punkt noch euch gehört. Sag mal, wenn ihr jetzt nicht gerade ein Panzer seid und da rein, ihr guckt ja sowieso auf die Minimap und ihr seht ja, wenn ihr sich euch dem Punkt nähert, wie viele Leute da draufstehen. Also lauft nicht in euren Tod. Besonders nicht, wenn der Punkt schon dem Gegner gehört. Dann müsst ihr nicht noch sinnloserweise da reinlaufen. Vorhin habe ich schon mal erwähnt, wenn ihr eine Situation habt, die ihr euch einfach nicht auflöst, ne, dass ihr mal nach 20, 30 Sekunden drüber nachdenkt, ob ihr woanders sinnvoller aufgehoben seid. Dann gibt es natürlich noch die Situation, ihr kennt ja eure Angstklassen oder Klassen, die relativ viel aushalten, beziehungsweise ihr habt in dem Match, was gerade läuft, schon gemerkt, wer hält viel aus, gegen wen gewinne ich, gegen wen habe ich einen Endloskampf, ne? Und jetzt hier nochmal der Aspekt, wenn der Punkt von vornherein dem Gegner gehört und es steht jetzt jemand drauf, den ihr nicht in adäquatem Tempo von diesem Punkt runterkriegt, geht ihr immer davon aus, dass ihr diesen Kampf gar nicht erst beginnen braucht, wenn ihr nach circa 20 Sekunden nicht sich rauskristallisiert, dass ihr den Punkt bekommt. Dann wisst, wenn ihr es von vornherein wisst, geht nicht auf den Punkt drauf. Das macht keinen Sinn. Wartet auf einen Mitspieler, macht ein sogenanntes Regroup, also dass ihr zwei, drei Spieler zusammen auf diesen Punkt versammelt und dann zusammen startet. Oder nehmt einen anderen Punkt und denkt auch ein bisschen an die Sekundärziele. Wenn jetzt wirklich die Situation da ist, dass alle anderen beschäftigt sind und ihr aber an allen anderen Punkten nutzlos seid, ihr seid nicht an allen anderen Punkten nutzlos. Es gibt auch Sekundärziele und ihr braucht ja auch nur zwei Punkte halten, um einen permanenten Vorteil gegenüber dem Gegner zu haben. Wenn er bei gleich aufwiegt und ihr habt immer zwei Punkte, werdet ihr irgendwann einen Vorteil haben. Konzentriert euch dann lieber auf den Def. Lauft auch mal die Punkte ab, wo gerade keiner von euch draufsteht, aber die euch gehören. Was ich zum Beispiel immer mache, ist, wenn ich sehe, dass sich alle anderen auf einem Punkt befinden, alle anderen meines Teams auf einem Punkt befinden, wo gerade relativ viel Action ist, und ich bei der Situationsanalyse hier beim Starten, wenn ich wieder ins Match reingehe, beim Durchzählen feststelle, da fehlen 1, 2 Feinde. Ich kann nicht alle 5 Feinde ausmachen auf der Map. Dann laufe ich immer über Klos, obwohl der Klos uns gehört. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, ein anderer wird eventuell ein Klos anlaufen. Also ich sehe 1, 2 Ziele nicht.
Also ein, zwei Gegner. Wo sind die? Und damit ich den Klos deffe, kann ich auch mal zum Klos laufen und den deffen. Mal gucken, ob da einer ist oder sich dem Klos einer nähert. Ne? Diese Punkte wirklich auch beschützen. So, das war's zu meinem vorrangigen Tipp zum In-Point-Fight. Das nächste Mal will ich euch zeigen, dass es auch sinnvolle Off-Point-Fights gibt. Oder erklären. Und welche Situation ich dort schon erlebt habe, beziehungsweise welche Taktiken immer relativ gut laufen. Denn das gibt's auch. Sinnvolle Off-Point-Fights. So, bis dahin, viel Spaß beim Ausprobieren des Tipps. Lasst mir wie immer hinter Kommentare, beziehungsweise sagt mir, was ich falsch mache. Gebt mir Likes, abonniert mich. Das würde mich freuen, mich bestärken, weiterzumachen. Und dann sehen wir uns bis nächstes Mal wieder. Ja. Ciao.